Herzlich willkommen beim zweiten von 5 Videos, mit dem wir Sie Schritt für Schritt durch den Prozess der digitalen Lernausgangslage in der 7. Jahrgangsstufe bringen. Im letzten Video haben Sie Ihre Klassen angelegt und Testhefte für diese Klassen ausgewählt. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie vom ISQ-Portal ins Online-Testportal weitergeleitet werden und welche weiteren Vorbereitungen Sie hier treffen sollten. Dazu gehört das Generieren der Schülercodes und das Prüfen der technischen Voraussetzungen. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie über einen Demo-Zugang die Aufgaben bereits einmal ansehen können. Wir starten dort, wo das letzte Video endete, eingeloggt im ISQ-Portal in der Klassenübersicht. Klicken Sie nun zuerst oben auf den roten Button Anmelden Online-Testportal. Dadurch werden Sie automatisch zu unserem Partner kompetenztest.de weitergeleitet. Hier können Sie unter der Rubrik Lernausgangslage die Durchführung im aktuellen Schuljahr auswählen. Auf der folgenden Seite sehen Sie eine Übersicht all Ihrer Klassen und den jeweiligen ausgewählten Testheften. Neben jedem Testheft gibt es jeweils einen Button Codeliste. Die Codeliste enthält die individuellen Login-Daten für Schülerinnen und Schüler. Neu ist, dass jedes Modul eine eigene Liste mit Schülercodes hat, sodass Sie immer nur die gerade benötigten Zugänge ausdrucken müssen. Nun folgt ein kleiner Exkurs dazu, wie Sie die Namen der Schülerinnen und Schüler auf der Codeliste vermerken können. Dieser optionale Schritt soll Ihnen die spätere Zuordnung erleichtern. Wenn Sie die Codeliste geöffnet haben, sehen Sie, dass die Spalte Name leer ist. Diese können Sie über den blauen Button Namen einfügen oben links befüllen. Tragen Sie hier die Namen der Schülerinnen und Schüler in der gewünschten Reihenfolge ein. Dabei können Sie über die Enter-Taste die Zeile wechseln. Klicken Sie nun auf Übernehmen. Bitte beachten Sie, dass diese Namen aus Datenschutzgründen nicht von uns gespeichert werden und beim nächsten Öffnen der Liste im Online-Testportal nicht mehr dort stehen werden. Wir empfehlen Ihnen deshalb, die Liste zu speichern und auszudrucken. Es bietet sich außerdem an, die einzelnen Codekarten auszuschneiden, um sie am Testtag den Schülerinnen und Schülern geben zu können. Im nächsten Schritt geht es um das Prüfen der technischen Voraussetzungen. Denken Sie daran, rechtzeitig die Verfügbarkeit von Geräten oder PC-Räumen an Ihrer Schule zu planen. Die DigiLAL kann sowohl auf PCs und Notebooks als auch auf Tablets durchgeführt werden. Bedenken Sie bei Modulen mit Audio- oder Videoinhalten, dass Sie zur Wiedergabe entweder ein zentrales Abspielgerät oder Kopfhörer für jeden der Schülerinnen und Schüler benötigen. Zur Erinnerung, ob in dem von Ihnen ausgewählten Modul Medieninhalte vorkommen, sehen Sie an dem kleinen Symbol neben dem Testheft in der Klassenübersicht. Sollten in dem Modul Medieninhalte vorkommen, müssen Sie sich entscheiden, ob Sie diese zentral oder individuell abspielen möchten. Die Einstellung hierfür finden Sie unter Administration über den Button Audiodateien im Online-Test abspielen. Ist die Einstellung aktiviert, bedeutet das, dass die Schülerinnen und Schüler die Audio- und Videoinhalte individuell an ihrem Gerät abspielen können. Ist diese Einstellung nicht aktiviert, wird ein zentrales Abspielgerät benötigt, da die Datei nur von der Lehrkraft abgespielt werden kann. Standardmäßig für die Audiodateien ist das individuelle Abspielen aktiviert, für Videoinhalte nicht. In einem größeren Klassenkontext empfehlen wir hier das zentrale Abspielen durch die Lehrkraft. Wenn Ihre Internetverbindung genug Bandbreite hat und genügend Kopfhörer vorliegen, ist aber auch für Videos ein individuelles Abspielen möglich. Bei Nutzung der DigiLAL außerhalb des Präsenzunterrichts muss das individuelle Abspielen zwingend aktiviert sein. Nehmen Sie deshalb bitte rechtzeitig die entsprechende Einstellung vor. Die Durchführung des Tests wurde mit allen gängigen Browsern getestet. Bitte achten Sie jedoch darauf, dass auf den Geräten die aktuellste Version installiert ist oder veranlassen Sie das Update rechtzeitig vor der Testung. Der einfachste Weg zur Überprüfung der technischen Voraussetzungen ist direkt über kompetenztest.de. Wir empfehlen Ihnen, alle verwendeten Geräte zu testen. Gehen Sie dazu mit dem Gerät auf die Website www.onlinetest.schule und klicken Sie unten mittig auf den grünen Button Technische Voraussetzung prüfen. Sie erhalten eine Einschätzung dazu, ob das entsprechende Gerät geeignet ist oder welche Anpassungen gegebenenfalls notwendig sind. Idealerweise erhalten Sie von der Seite folgendes Feedback. Falls nicht, müssen Sie gegebenenfalls Updates veranlassen. Vor Beginn der Testung empfehlen wir Ihnen außerdem, sich einen Eindruck von dem entsprechenden Online-Test zu machen, um beispielsweise Aufgabenformate und digitale Tools kennenzulernen. Dazu gibt es eine Demo-Version, die Ihnen als Lehrkraft den Test aus Schülersicht zeigt. Diese finden Sie, wenn Sie im Online-Testportal bei dem gewünschten Testheft auf Administration klicken. Nun sehen Sie oben den grünen Button Demo-Durchführung, über den Sie den Online-Test öffnen können. Hier sehen Sie nun die Hinweisseite und alle Aufgaben aus Schülersicht und können sich gerne einmal durchklicken. Bitte nutzen Sie als Lehrkraft unbedingt diese Demo-Version und nicht einen der Schülercodes, da dieser sonst verbraucht bzw. abgelaufen ist und am Testtag nicht mehr genutzt werden kann. Nun sind Sie gut auf die Durchführung der DigiLAL vorbereitet. Im nächsten Video erfahren Sie, wie Sie konkret am eigentlichen Testtag vorgehen. Das folgende Video sollten Sie sich idealerweise kurz vor der Testung noch einmal ansehen.